Jo, moin Leute, euer Trace hier. Ja, was soll ich sagen? Ich war ja eine Zeit lang nicht da. Sehr lange. Zwei Gründe. PC nicht mehr gemacht und weiß nicht. Irgendwie war alles doof. Irgendwie ist Aufnahme nicht mehr so leicht zu machen. Aber jetzt geht's wieder. Mit allem? Eigentlich hat sich nichts verändert. Fast nichts. Ich habe ein bisschen mehr Gier. Mein Dolch! Haha! Neues Mount! Ja! Nice Trinket. Ungesockelt auf Full Up. Müsste jetzt mit Talent auf 76% sein. Ja. Sieht mittlerweile ganz gut aus. Ich hatte eben gerade schon eine Aufnahme gemacht. Aber ganz ehrlich, diese Peinlichkeit meines Teams, nicht wegen mir, will ich euch ersparen. Wir hatten gerade einen WSG. Awesome Guard, yes. Jedenfalls, ich hatte als Schurke mit Abstand gerade am meisten Schaden gemacht. Ich hatte am meisten Tode, mit 11 Stück, glaube ich. Da hatte ich noch 3 mehr als die anderen Leute. Und auch am meisten Kills gehabt. Und wir haben keine Flagge bekommen. Der Zerg hat immer verloren. Nein. Also man kann sagen, was man will, aber sowas muss ich nicht sehen. Und ja, ich bin ein Arsch. Ich mach's gerne. Hier ist man schon Feuer, so Disrespect. Ich habe ja gerade keine Flagge ready, habe ich ja schon abgestellt. Deshalb. Ja. Ich habe mir überlegt, dass diese Aufnahme ungefähr so lang wird, wie ich, ja, bis ich sterbe. Ich werde mich anstrengen, nicht so schnell zu sterben, aber ich werde mir auch keine Mühe geben. Glaube ich. Weiß ich noch nicht. Ich habe tatsächlich ein bisschen Arena gespielt. Ein bisschen viel, wenig. Ja, ein bisschen halt. Spiele aktuell noch weiter, habe Gilde gewechselt, bisschen eine selbst eigene gegründet. Aus Gründen wie Platz und so für Inventar. Reparaturkasten und so Management halt, dass man das alles so auf so einen Becher hat. Das ist, finde ich, sehr praktisch und dann hat man halt, ja. Es ist irgendwie ganz nett. Jedenfalls, kann ich mir die Gilde überhaupt sehen? Ach, egal. Rätsel. Enigma. Wer kennt das Runenwort noch? Ja, zwischendurch ging mein PC kaputt. Irgendwie. Blöd, aber passiert. Kann ich hier hinten irgendwie jemanden killen? Das ist ein Holy Parler, da ist ein Tank, da ist noch ein. Ich glaube, es ist ein Arms Warrior. Sieht danach aus, hat aber für den Zwerg relativ viel HP. Vielleicht ist es doch auch ein Tank Warrior. Kann beides sein. Naja. Ich bin sogar eine Aufnahme, Digga. Ich mach mal einen Kampflog an. Mal gucken, was mit mir geschieht. Vielleicht mal ein paar Allies provozieren. Nimm an, heißt es im Voice, und du stirbst. Hä? Das ist auch merkwürdig. Oh mein Gott, ich wurde gestunt. Komm her, komm her. Man muss ja ein bisschen mit den Lois hier spielen, die ja nur noch nicht mal dispeln können. Ich hatte einen Dock. Das tut mir leid. Hab meine Auto-Attacks natürlich getroffen, obwohl ich sie gar nicht treffen wollte. Das ist natürlich unschön, ne? Ja, ich weiß, ich bin nicht nett. Aber ich habe dir auch nie gesagt, dass ich nett bin. Glaube ich. Doch, ich habe auch gesagt, dass ich nett bin. Weil ich lüge. Immer.
grundsätzlich. Das, so bin ich halt. Gründe, ich habe ja noch Wille des Todesbringers. Also andere Trinket. Ich bin kein Mensch. Ich hatte auch schon mal nachgedacht, ob ich auf Mensch rollen soll. Für 100% Armor Pen. Nein. Bisher nicht. Ich war am Überlegen, aber nein. Ich mag Arcana Strom zu sehr. Das ist so eine schöne Fähigkeit. Und die Ratios von Blutelfen sind toll, weil man wird nicht so oft getroffen, wie man eigentlich getroffen wird. Das ist schön, also. Weil. Keine Ahnung. Außerdem bin ich ja sowieso schon immer Horde gewesen und Horde ist auch toll. Muss mal gucken. Hallo. Hallo, Herr Ele. Willst du mich angreifen? Ja. Ich benutze jetzt Meucheln wesentlich mehr als früher. Weil ich ein bisschen ungeskillt hatte. Nee, ich hatte nicht ungeskillt. Ich hatte es schon vorher geskillt, aber ich hatte kein Meucheln auf nie so einen guten Key wie F. Ich habe ein bisschen umge. Ja, denkst. Ja. Sonst ist eigentlich wenig passiert. Ja, ich glaube Lois. Sehr cool. Und ich dachte schon, der Ele wird hier irgendwie aggressiv und will mich töten. Das wäre nämlich ganz witzig. Aber bisher ist noch nichts passiert. Bestimmt kommt gleich ein Ganesha? Ja. Der will mich bestimmt töten. Ich den kenne. Hi. Der ist voll oft hier und will. Bestimmt heißt es hier gleich Leuchtfeuer. Oh mein Gott. Wache. Wer ist eine Wache? Erstmal gucken, was da. Also Full PvE Hunter hat aber nicht so die besten Waffen. Mit Abhärtung. So. Hat wohl einfach keine Wäsche. Ja, voll ist es auch nicht. Ja. Also wenn ich auf jemanden gehe, gleich auf den Hunter, der stirbt schneller. Als ein Parler, der noch babbeln könnte. Davon gehe ich aus. Aber hier sind jetzt 380er. 380er sind unschön. Weil ich bin in der Minderheit. Ha. Also 1 gegen 3 ist ja nicht so leicht. Aber kann ich den vielleicht triggern? Nee, leider nicht. Enemy sapped. Hammer of Justice. Tap down. Divine Shield. Oh, was ein Master. Big Heal. Bubble down. Ein Toter. Ja. Freedom. Freedom bringt ihm hier gerade relativ wenig. Ja, er hat Hodge noch. Ja, ich gehe mal davon aus, dass er jetzt vielleicht irgendwie links hochgehen möchte, weil er hier rechts nicht hochkommt. Ich kann kurz essen. Er lockt aus, damit er aus dem PvP raus ist. Ja, eine gute Methode. Um Schaden zu entgehen. Aber hat bei ihm nicht funktioniert. Ach nee. Nee, hat wirklich nicht funktioniert. Enemy sapped. Siehst du? Hab ihn noch bekommen. Sat down. Freedom. Hammer of Justice. Ja, ich cloak für Hammer of Justice, weil wenn es kommt, dann tut's weh, weil ich kein Dings
Medaille already habe, deshalb wollte ich nicht gestunt werden. Und ich gehe davon aus, wenn er den Stun ready hat, wird er ihn einfach wahllos benutzen. Das machen die meisten Paladine. Die wenigsten gucken drauf, ah ja, der hat Cloak benutzt. Die haben ja keinen Sound-Alerter, so wie ich. Ha. So heißt das Addon. Übrigens hier Aesa. Er hat gar kein Trinken benutzt. Oh. Jedenfalls. Hab noch ein paar Sachen nicht mehr ready. Wollen wir gleich mal gucken. Was ist denn das für eine Box? Kenne ich die überhaupt? Nein. Was ist das? Was ist das? Ach so, ich glaube, ich weiß. Nee. Egal. Ist das, sind das Musikboxen oder so? Enemy zapped. Zap down. Boah, ich bin nicht mal gekrittet. Ich fange den da hinten ab. Big heal. Ist er runtergefallen? Big heal. Ah, das hätte ich besser machen können. Egal. Normalerweise laufen die nicht unbedingt immer mit Maus. Hm. Ich finde es ein bisschen schade, dass man feindliche Spieler nicht marken kann, aber sonst wäre ihr Hand das Mark ja echt nutzlos. Das wäre echt praktisch. Könnte ich sehen, wo der ist. Oder ist er da hinten? Hm. Macht nichts. Oh, ich liebe diesen Weg hier. Einfach hier so zwischendurch reingehen, das passt. Ich weiß gar nicht, ob sie das so gut sehen können, aber ich find's cool. Und jetzt mal wieder diesen trinkfesten Killen. Die haben übrigens mittlerweile gefixt, dass wenn man ihn one-hittet, er keine Greifen mehr spawnt. Früher hat er es nicht mehr. Jetzt spawnt er immer Greifen. Gut. Es nervt mich. Aber es ist halt so richtig, wie es sein soll. Ne? Komm her. Ich weiß, du willst es auch. Bestimmt kommst du gleich mit totaler Verstärkung. Ich sterbe. Ich wette. Oder es kommt gar keiner. Das ist auch schade. Mann. Normalerweise habe ich hier Fährtenleser, Essen kann ich hier an der Minimap sehen, ob jemand kommt oder nicht. Aber ich habe natürlich leider nichts fertig gemacht. Was ein bisschen schade ist. Leider. Ja, dieser Tür ist gleich raus. Oder hinten ist der Partner. Komm doch hin. Toter Schurke. Pinipi. Das hier ist übrigens keine normale Katze, sondern ein Baum. Das sieht man auch schon hier, Baum. Voll PvE. Wenn jetzt der Parler gleich kommt, wird er nachher den Parler heilen. Aber ich werde nicht auf den Parler gehen, sondern auf den Baum und der Baum stirbt. Aber auch nur... Das hat auch noch nie jemand bei mir gemacht. So einfach so durchgehakt. Ja,
Soweit ich weiß, kann ich auch mich von diesen Kanalisierungseffekten gar nicht lösen. Ich weiß aber auch gar nicht, wer das gemacht hat. Mann, oh. Ich kriege einfach mal das Aha. Und jemanden, der hier im Aha ist. Eisblock. Counterspell. Was war das denn? Repentance. Kommt ein Counterspell. Hammer of Justice. Oh, ich habe hier noch einen Offizier hinter mir. Okay. Erstmal essen. Kein Ziel ist mehr ready. Macht nichts. Ja, ja, cool gewesen, hätte ich den AFK Mage noch mitbekommen. Aber nein, der hat reagiert. Der ist nicht gestorben, leider. Das wäre sonst gut gewesen für mich. Das macht Spaß. Das Video ist auch schon wieder voll lang. Mann. Bubble doch. Achso, Hand auflegen. Oh, gut. Falls ihr fragt, warum ich gerade Gold bekommen habe, ich habe hier ein Makro auf Ambush gelegt, dass immer, wenn ich es benutze, ich Taschendiebstahl gleichzeitig bekomme. Habe ich noch die A? Hoffentlich nicht. Das wäre langweilig. Enemy blinded. Er hat kein Trinket, ne? Nein. Ich komme hier weg. Enemy sapped. Blind down. Zap down. Das war so offensichtlich, dass sie da reinlaufen. Und ich hab erstmal einen. Weil es lecker ist. Den Pader würde ich auch gerne noch killen. Full PvE, das sieht man hier am Siegel. Zumindest ist ein PvE Spec und hat wenig HP. Also, ja. Normalerweise, wenn man voll PvP ist, hat man ungefähr als Pale 30k. 30, ja, nicht ganz. Vielleicht so, ja. Ach, 30k ist schon gut. Eine gute Zahl. Da ist Officer Barbrady. Oh mein Gott. Hammer of Justice. Krieg ich noch einen Hammer? Avenging Wrath. Ja, ich komme oft weg. Ich bin halt ein Schurke. Schurken haben die Möglichkeit wegzukommen. Auch wenn es heißt, ja, Cloak Vanish. Ist halt ein bisschen anstrengend. Ich guck mal nach, ob der Greifmeister wieder da ist. Und ein paar 9 Minuten oder so, sagt man. Ein bisschen mehr. Brady, den habe ich ja gesappt eben gerade, deshalb steht er da noch. Muss ich gleich einen ganzen Weg außen rum relatschen, weil der noch steht. Eigentlich eine doofe Position, jemanden zu seppen, wenn du mich fragst. Aber man hat nicht immer eine Wahl. Manchmal schon, aber nicht immer. Hallo, Rude.
Hier ist eine Ganesha. Und na, die jagen mich jetzt, die beiden Paladine. Oh, kann ich mich gar nicht hochporten, den habe ich ja gekillt. Ich böser Junge. Oh Mann. Das war schnell. Guck mal, ob die rumheulen, dass ich hier gerade wieder wen gekillt habe. Ansonsten heißt es töten, vanish, weglaufen. Ja, muss man gucken. Aber die kommen hier gleich angeritten, wenn ich den Dunga töte. Dann muss man sehen. Dann wird's witzig. Ich warte jetzt eigentlich nur, bis die gerade kommen. Weil CDs sind alle ready. Ich bin bereit, dass die jetzt hier anfangen herzukommen. Das ärgert mich. Respawn mal schneller. Weil hier vorne will ich ungern fighten. Oh. Diese Fähigkeit ist noch nicht bereit. Wo ist der hin? Justice. Hammer of Justice. Ich habe jetzt kein Verdicken mehr. Die. Enemy sapped. Ja, ich backpedal gerade, weil ich das gucken möchte. Ja, ist gut. Weil so finde ich das immer schwierig zu laufen. Und nach hinten zu gucken. So. Ist ein bisschen unschön. Denn eine vergelte Aura. Ich kann gerade nicht engagen, sonst sterbe ich wieder instant. Hand auflegen ist raus. Yay. Immer der gerade hingeht. Enemy sapped. Back down. Tja. Er stirbt, der Offizier hat mich gekillt. Ich wollte ihn eigentlich noch reset, aber hat sich nicht mehr gelohnt, weil der Offizier mich gekillt hat. Vanishen konnte ich nicht mehr, weil der Offizier auf mir drauf war. Ja, ging nichts. Macht nichts. War ein schönes Video, glaube ich. Mir hat es Spaß gemacht. Mal wieder. Und ich würde sagen, mal tschö mit Öl, Leute.